immer, muss auf die Sonne achten. Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Es ist Dienstag früh, es ist richtig früh. Hier ist das erste Lavados. Ich versuche heute die, also ich bin zeitlich eingeschränkt, also ich versuche die jetzt in der Früh zu machen, weil ich später am Nachmittag keine Zeit mehr habe. Ich will euch natürlich die Lavados-Videos direkt frisch rausbringen. Ich bin hier am Hofgarten. 3 Module zufällig an, aber kein Mensch hier. Und ja, es wird auch schwierig jetzt, irgendwelche Leute zusammenzubekommen für die Raids. Die meisten sind arbeiten. Ich habe ein paar Studentenkollegen gerufen, aber die haben natürlich auch Unterricht. Die können jetzt nicht einfach alle stehen und liegen lassen. Also ich habe später erst Unterricht. Und, erste Arena hier. Ich war schon lange nicht mehr. Schauen wir mal. Man braucht nicht so viele Leute für Lavados. Theoretisch 3 gute Leute reichen mit Geowatts und sowas. Also, wenn hier jetzt noch 2 Level 40 auftauchen würden, wäre es eigentlich kein Problem. Ich habe auf dem Weg hier Birgit getroffen, hat auch hier gewartet, zufällig in der Nähe, aber die musste leider wieder weg. Hätten wir das schon schaffen können, aber so wird knapp. Hallo? Von Oni. Ah, zufällig gerade. Ja, ich kenne die alle gar nicht. Ah, okay. Ja, die sind alle einfach nur so hier. Jetzt hat sich zum Glück doch noch eine Gruppe gefunden. Jetzt können wir direkt mal meine Geowatts ausprobieren, die ich letztens gemacht habe. Okay, das hängt jetzt. Oh mein Gott, Fehler. Das hatte ich ja noch nie. 5 Sekunden auf. Abgehauen, leider. Am Ende hat es böse hart geleckt. Schade. Ich weiß, ich habe Ball geworfen, dann ist er hängen geblieben und dann. Ein Versuch haben wir heute noch. Schauen wir mal. Oh, keine Ahnung. So, auf zum nächsten. Könnt ihr hier vorne schon sehen. Also, die übertreiben wieder mal mit den ganzen Legendären, mit den ganzen Lavados. Direkt 2 nebeneinander. Nicht mehr viel Zeit. Ich schaue nur kurz mal vorbei, ich glaube nicht, dass da irgendwelche Leute sind. Wohl? Ja, ich bezweifle es, aber schauen wir mal. Ja, da. Könnten schon ein paar sein, aber das sieht nicht so aus, als wären wir genug.
So. Wir warten. Angeblich sollen noch welche kommen. Ich habe auch einen Kollegen gerufen. Ihr kennt ihn. Servus. Jo. Es sollen anscheinend 12 Leute mit der Tram gleich kommen. Servus. Schauen wir mal. Das ist echt leidend. Ich habe das noch nie miterlebt, dass man auf Leute warten muss. Ich war auch bisher in keiner Gruppe, also außer die bei mir im Norden und jetzt die in der Nähe Uni, aber die hat irgendwelche Probleme, ist umgezogen, zu viele Leute. Und deswegen laufe ich gerade blind herum. So fühlen sich wahrscheinlich die meisten von euch. Einfach blind zu einem Raid hinlaufen und dann hoffen, dass genug Leute auftauchen. Also jetzt kenne ich eure Leiden, das ist echt leidend. Aber bisher immer Glück gehabt, genug Leute, vorhin genug, jetzt anscheinend auch, wenn tatsächlich diese 12 kommen. Wobei, mit dem müsste das eigentlich auch gleichen. Also, zweiter Versuch, hoffentlich schaffen wir den. Aber irgendwie muss ich hier bleiben. Weil da hinten habe ich kein GPS. Also, habe ich schon GPS, aber da stehe ich nicht mal bei der Arena. Also muss ich hier in der Sonne stehen bleiben. Ja. Geht's rein. Ich will den fangen jetzt. Ah, ihr seid ja schon alle drin. Ich nicht. Nur noch 80 Sekunden. Im ersten Kampf gab es irgendwelche Probleme. Ich habe meine Pokémon ausgewählt und dann am Ende waren die doch nicht mehr dabei. Das war echt komisch. Alles gut. Die beiden hier können. Der. Das Problem bei dem ist halt, die Fast Attack ist nicht effektiv. Nicht einfach dann. Nein, nein, bei. Hast du das? Achso, bei der Botus. Das ist nicht effektiv. Mal diesen komischen Typen. Oh, zu spät. Schon angefangen. Das war noch gerade bei 30 Sekunden, ich geschafft habe. Was? Raus, rein! Alle raus! Oh mein Gott. Das passiert jedes Mal mindestens einmal. Raus. Zurück zum Kampf oder komplett raus? Komplett raus. Du bist eigentlich komplett neu im Kampf starten. Turtok, kann er wenigstens Aquacanal Grip machen, bitte? Ja, aber Turtok, ich hab dann so weit, der kommt ja noch 2-2, der hat fast 100 Pizza. Der hat 98. Ja. Ich hab mir jetzt nicht irgendwann aufgehört zu pushen, weil der Pizza starten. Dann kommt ja noch auf 2-2-5 ungefähr. Ja. Wir haben einen verloren. Danke sehr dafür, dass man keinen zurücklässt. Das wäre das allererste Pokémon, das ich vor dir hätte. Das wird ein Problem. Oh, ladet hier. Du hast bestimmt den rosanen Hund vor mir gehabt. Den habe ich einspielt gemacht. So schlimm, ja. 9 Bände. Ja, ich habe auch 9. Schauen wir mal. 1853, naja. 1853? Alter, mein. 1870 ist das Beste. Nein, das ist eigentlich, meine habe ich mal 1800. Nicht mal 1800? Nee, man, der hat wahrscheinlich irgendwie 70% oder so. Ja. Nice!
kein Stress. Yes! Ah, hab ihn! Im zweiten Wurf, Alter. Vor Hong. Krass, weiß ich. Ja, ist insgesamt wirklich stark. Zweitbester Satz, gell? Ja. Feuerwirbel, Hitze, Connor. Genau wie da, wie vorhin, Mann. Es bleibt hängen und dann fliegt der Ball nicht weit. Nee, das Spiel hat mich ein bisschen entschädigt für diese Lugia-Geschichte, Mann. Schlechte Würfe. Ich hoffe, du schaffst das mal. Wie viel hast du noch mit dir? 4 oder 5. Lässt mich zappeln, immer 2 Wappel. Ja, der auch noch. Das ist schon eine goldene, oder? Ja. Ah, das Spiel hängt ein bisschen. Slack manchmal. Das ist echt gefährlich. What the fuck? What the fuck? Es waren gerade 2 Bälle verworfen. Stell dich bitte mal vor mir, damit du mir Schatten gibst. Warte, ja, stopp. Ja, genau so. Okay. Bei sowas wäre es eigentlich theoretisch gut, eine Nahenabwehr zu verwenden, damit er auch mit drum zu zappeln. Der hat schon eine Goldene. Ah, ich meine nur, wenn du jetzt. Alter! Das war voll der Zipper. Ich habe 3 gerade verworfen. Und? Drin? Ja. Yeah. Nice. Das ist eine Erleichterung. Perfekt. Hier ist er noch nicht drin. Aber der macht auch nichts die ganze Zeit. Und dann bei mir macht er zu viel. Echt? Ich warte die ganze Zeit. Dann habe ich einfach so geworfen und dann macht er das. Nee, das war's doch. Das war's doch. Machst du doch. Naja, eigentlich muss ich die Bip. Ja, geh mal drin, die Bip. Unangenehm, die Bip? Ich hab keine Ahnung, ich hab nicht zugehört. War zu früh über meine jetzt. So, letzte Chance. Ja, wenn du in einem Video auftauchst, musst du. Nein! Das war's. Schade. Schade. Echt schade. Wir müssen es weiter, oder? Jo, haut rein. Also, viel Erfolg noch. Man sieht dich bestimmt. Der Kollege hier leidet, also der rechts leidet, weil er das Labrador nicht bekommen hat. Ich nicht. Der links leidet, weil es zu heiß für ihn ist. Obwohl er Agaba ist. Halb. Zurück zu Uni, oder? Für dich. Nur noch, ich wohne da. Er wohnt da, ja. Ich war mal sein Mitbewohner, aber ich bin ausgezogen. So, das war's. 2 Lavados Raids, einen gefangen zum Glück. Obwohl ich echt Leiden hatte mit den Bällen und mit den Würfen. Aber hat zum Glück alles funktioniert. Ist echt eine Erleichterung, direkt am ersten Tag direkt ein Lavados zu bekommen. Lugia habe ich auch beim ersten Raid bekommen und Arctos auch. Und jetzt Lavados beim zweiten. Zumindest beim ersten Tag alles okay. Kann ich den Rest der Woche richtig hart chillen, weil das ist echt ein Druck, den ich nicht haben möchte. Auf jeden Fall gibt es auch einen sehr harten Druck, wenn man keine Gruppen hat, wenn man keine Leute kennt und einfach so zu den Raids geht. Das war echt leidend, also für alle, die keine Gruppen und nicht genug Leute haben, jetzt verstehe ich euch. Aber heute musste ich außerhalb von meiner Gruppe was machen, weil ich das halt echt in der Früh jetzt machen, erledigen musste. Aber zum Glück geschafft, 93% Lavados. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr schon einen habt, wenn ja, wie stark, wie viel WP. Und ansonsten war's das. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.